Seid mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen. Denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagte: Lass die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit den Stücken, die von den 5 Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, Jesus zog sich auf den Berg zurück, er allein. Das sollten wir alle auch machen. Warum? Weil wir das Alleinsein so lieben, weil wir froh sind, von den unerträglichen Menschen befreit zu sein? Oder was ist der Grund? Es geht darum, dass Jesus mit seinem Vater ganz allein ist. Und seine Beziehung zum Vater, seine Verbundenheit, sein Einssein mit dem Vater ist sein Fundament. Aus dem heraus er lebt. Und diese Vertrautheit, die geht nur allein. Wie viele Christen gibt es, die können herrlich beten in Gemeinschaft mit anderen, aber wenn sie einmal alleine sind, dann fühlen sie sich allein und es ist ihnen gar nicht bewusst, dass der Vater da ist und dass sie ihm alles sagen können, was sie wollen und dass sie ihm für alles danken können, was es in ihrem Leben gibt. Dass es eigentlich Stunden damit zu füllen möglich sind, nur mit dem Vater allein zu sein. Wenn wir wirklich diese Beziehung zum Vater haben, die Jesus entspricht. Aber bei den wenigsten ist es so.
beinahe einen Gebetskreis gesehen. Wir haben in der Kirche gebetet und beim Vater Unser haben sie einander die Hände gereicht. Aber der Kreis, der ist sozusagen, er hat den Tabernakel nicht einbezogen. Nur die Gemeinschaft. Da stimmt etwas nicht. Diese ehrliche Gemeinschaft, diese ganz tiefe Gemeinschaft mit dem Vater ist wirklich das Fundament. Und erst wenn ich aus diesem Fundament lebe, bin ich erst gemeinschaftsfähig. Erst wenn mich diese Gemeinschaft so trägt, dann kann ich auch als Christ in Gemeinschaft mit anderen leben. Sonst erwarte ich meine persönliche Erlösung, meine Hilfe, viel zu wenig von Gott und viel zu sehr von den Mitmenschen. Und wie viele Christen gibt es da, die so sind? Und dann trägt man sozusagen den ganzen Schmutz in die Gemeinschaft hinein, den wir eigentlich bei Gott ablagern sollten. Und deshalb ist auch dieses Wunder, dass die Jünger merken, das, was ihr geben könnt, das ist so wenig. So wenig wie diese 5 Brote und 2 Fische. Macht euch keine Illusion. Das wirkt richtig naiv, wenn der Andreas sagt, hier ist ein kleiner Junge, hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was soll das bei so viel? Diese Krise, es ist zu wenig, was ich bin und habe. Dieser Schmerz, der bis in die Knochen hineingehen kann, ins Knochenmark, der ist wichtig, damit wir merken, wie notwendig wir diese Gnade der Auferstehung brauchen. Dieses überfließende Heil, das von Gott kommt. Und so ist es auch, wie wir in der Lesung gehört haben, sie wurden ausgepeitscht, so wie bei der Kreuzigung Jesu, um eben den Tod, den Kreuzestod zu verhindern, hat Pontius Pilatus das gemacht. Und auch sie wurden gegeißelt, obwohl sie eigentlich gesagt haben, wir wollen ihnen nichts in den Weg legen. Doch haben sie sie ausgepeitscht und ihnen verboten zu verkünden. Und diese wirklich, also wenn jemand von uns so bestraft werden würde auf der Polizeistation, in anderen Ländern ist das durchaus möglich. Weiß ich nicht, ob wir dann ermutigt hinausgehen, weil wir gewürdigt wurden, für Jesus zu leiden. Wir würden sagen, nie wieder mache ich was, weil das war mir eine Lehre. Doch, aus dieser Krise heraus sind sie gestärkt hervorgegangen. Sie haben die Kraft von Gott bekommen und sind gleich wieder in den Tempel gegangen, um zu verkünden. Und das sind diese 5 Brote und 2 Fische. Es funktioniert aber nur, wenn wir wirklich in dieser Einheit mit dem Vater sind. Sonst sind die Gnadenkanäle verschlossen, durch die er uns beschenken möchte. Und dann kommt genau das heraus, was die Leute auch mit Jesus wollten. Sie wollten ihn zu ihrem König machen. Es ist auch dann in der Kirche, wenn alles zu sehr auf eine Persönlichkeit gestützt ist, wenn das Menschliche im Vordergrund ist, das, was man redet, sozusagen.
sagen, der Herrgott am Anfang, dass man das Religiöse erledigt hat, aber dann das, was einen wirklich interessiert, das ist dann die menschlichen Geschichten der Geschichten. Und hier ist eben die Frage, ist eine kirchliche Gemeinschaft wirklich im Herrn oder ist das nur Fassade? Und das, was wirklich lebt, das ist das Menschliche. Amen. Vergelt's Gott.